Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen gemütlichen Runde Mörder in diesem wunderschönen Bürogebäude. Wir werden uns jetzt wieder ein bisschen abschlachten nach allen Regeln der Kunst. Oh Gott. Und ich warte darauf, dass jetzt irgendwas. Ja, meinetwegen, aber ich warte jetzt darauf, dass irgendwas passiert. November hat schon mal einen Hinweis eingesammelt. Runde Mörder. Ja, das war schon eine absichtliche Wortwahl, ja? Ja, es klang sehr psychopathisch. Ich kann die mit E nicht kaputt machen. Oh, ich bin übrigens kein Mörder. Ich kann die Scheiben auch nicht kaputt machen. Ja, jetzt zücken wir das Messer und filetieren unser Gegenüber. Ungefähr so. Du bist es. Das war die Endung, die mir nicht eingefallen ist. Bitte, bitte. Ich mach das ja öfter. Bravo. Also wir machen jetzt hier so einen Sushi-Kurs, ja? Ja. Zum Beispiel, also, genau. Der Typ mit der Knarre hat auch schon einmal geschossen. Menschen zerlegen in fünf Schritten so. Ich hab auch extra meine, what the fuck, wie kommst du denn da so hochgesprungen? Wie kocht man da doch schon 5 Stunden? Ich hab extra ein Kepler-Messer mit. Quatsch, nicht Kepler, ihr kennt ja das mit dem Keramik. X-Ray, du lebst gefährlich, sehr gefährlich. Alle laufen X-Ray hinterher jetzt. India, es ist India Pink. Wo ist India Pink gewesen? Ach, da liegt ein Messer, Wische India Pink, bitte nicht. Ja, doch, so, sehr schön. Sauber, eine wische ich noch. Ja. Nein! Und plötzlich sind wir alle wieder da in meinem Kreis, ey. Ah, durch die Fenster kommst du echt nicht. Bauen wir einen Schneemann? Ätzend. Schneemann ist geil. Lassen wir uns draußen und bauen uns einen Schneemann? Okay, Hotel hatte gerade das Messer. Das heißt, Krabs ist wieder der Mörder, ja? Ich bin Mörder. Hotel Grün. Nein, ich bin Mörder, Ich bin Mörder. Hey! Der Krabs, so bei Krabs ist das halt so, immer wenn der so super höflich ist, Anne ist dann wird er dich killen. India, gelb. Überhaupt, wenn er redet. Aber ist eigentlich schwarz, das irritiert. Ich bin außer schwarz? Er wird zuerst getötet. Du bist eigentlich gelb, aber irgendwie auch... Ja, du bist ein schwarzer alter Mann. Ich bin ein schwarzer Inder? Jetzt mal nicht rassistisch, wenn... Ja, hallo, das auch. Tag. Was war... So, du bist straight, also du willst kacken gehen. Hotel Grün hat mir gerade Hallo gesagt. Zulu Grün hat das Messer gehabt. Echt? Nein, India Gelb, ich hab ihn gesehen, er hat ihn umgebracht. India Gelb ist Mörder und er kommt jetzt gerade in Langgang. Leute, wo ist die Knarre? Ja, wenn ich... Leute, wo ist die fucking Knarre? Und er kommt. Wer ist das? India Blau. India Blau, komm. Oh Gott. Er kommt. Wir müssen hier weg. Bist du das bestimmt selbst? Nee, den Mörder. Ich war hallo Mörder. Alles klar, India Gelb ist es. Ja, hopp mir halt nicht. Und jetzt stirb. Nee, er hat mich gesehen. Ich glaube, es ist Dalu. Dalu, wer bist denn du? Alter, hier ist India Gelb bei mir. India Gelb. Mach's gut, India Gelb. Glaub mir halt nicht. Kannst zusehen, ob du mich nicht... Warum soll ich dann selber sagen, dass ich es bin? Zulu, komm her. India Gelb ist ins Bürogebäude gegangen, er hat aufgegeben, er hat vor mir abgelassen. Hier war er im Hotel, er ist hier rechts lang gegangen. Okay. Er verfolgt dich, India Blau. Ich kann keine Scheiße kaputt machen. Hotel, zieh deine Waffe. Ich rette dich! Okay, ich rette dich nicht, du bist tot. Wo ist der hin? Da ist er! Wow, ich bin fast erschossen! Gerhard, der Schussbahn, ey! Alter, ich komme um die Ecke. Er ist in dem Raum da eingesperrt, okay. Wir haben ihn, holt alle Hinweise, Leute! Nein! Ey. Alter, wie knapp war das gerade, ey! Anne, du bist aber auch voll in die Schusslinie reingerannt. Ja, ich komme um die Ecke gerannt, auf einmal fliegt die Kugel an mir vorbei. Oh, ich seh einen Hinweis. Wieso hast du von mir abgelassen, Anne? Den Hinweis? Hab ich nicht! Du bist nur durch das Fenster gesprungen und dann... Nein, ich war doch draußen. Ach, da draußen? Ja, weil ich nicht wusste, wie ich da hochkomme. Ach so. Du bist hinter mir her. Ey! Charlie Blau! Da wurde schon einer umgebracht, oder? Charlie nee. Blau? Was? Charlie Brown heißt Charlie der. Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Romeo. Geh weg, Charlie. Romeo. Charlie Blau, geh weg. Nick-Tag. Romeo und Romeo, Yolo. Das Homo-Remake von... Ich glaube, es ist Yankee, der ist gerade an Charlie vorbeigerannt. Charlie Blau, Kilo hat ein Messer, Kilo! Ja, es ist Kilo, ich habe Kilo. Kilo Türkis. Türkis Kilo. Scheiße, Leute, klaut noch schnell Bürobedarf, ey, und dann raus hier. Es fällt nicht mehr auf. Ich hab mir einen Bürostuhl geschnappt, damit ich nicht mehr wieder Klopapier. Sauber, ich hab noch einen Stuhl abgegriffen. Ja, hast aber Glück gehabt. Oh, ich will Mörder werden. Ich hab extra geguckt, wer die Knarre hat. Ja. Ist das schön. Das ist eine totale Hinführung, Dalu, das weißt du. Und wieso Jenke konnte ich denn... Achso, ich hab noch Hinweise weg. Hallo. Bing. Lima. Hallo. Ein Hinweis ist immer an derselben Stelle. Oh, Oscar hat eine Mikrowelle bestellt. Alter, Romeo will mich töten. Ich wollte eine Mikrowelle haben. Natürlich werde ich töten. Eine Mikrowelle mit Mikrofon drin wäre richtig geil wahrscheinlich. Warum das? Kannst du aufnehmen und nebenbei ein Sandwich machen. Romeo könnte es sein.
Jeder Oskar bleibt so stehen. Sein. Ich nicht. Ach, bitte, ich kann es auch nicht sein. Oh, Turm zu Babel, jetzt. Wieso könntest du es nicht sein, Victor? Victor? Wir sind beide Victor und beide Rot. Na Gott, das ist scheiße. Möchte noch jemand kommen? Ich glaube, es ist Victor Rot. Ich sehe Sachen, nein, ich nicht sehen nicht. Will, Lima. Geh weg, bitte. Bam, 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 badam. Hier war zwei Victor Rots haben, ich glaube es ja nicht. Lima tritt mich mit Füßen. Will er auch hin, geh weg da. Lima. Will er auch hin. Am besten gehen wir alle hier hoch. Ja, ja, und dann kommt der Mörder kann einmal die Reihe durch. Ich habe noch keinen einzigen Hinweis. Wie die Hühner auf der Stange. Oh Gott. Noch ja. Oh. Wow! India Blau ist tot. Und keiner weiß, wo das Wow herkam. Oh doch, da kam das Wow her. Golfblau. Das war gar nicht schlecht, ich hätte dich beinahe verloren. Wo ist die Waffe? Ich weiß, wo sie ist. Sie ist draußen, da wo ich die ersten erledigt habe. Nein! Bist du die letzte Überlebende? Nein, bin ich nicht! Okay. Jetzt ist die Waffe wahrscheinlich genommen worden. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh Gott. Wo ist denn die scheiß Waffe? Bist du denn? Warte mal, die Waffe müsste hier unten liegen. Oder hast du sie etwa schon? Nee, ich hab sie nicht, aber ich hab halt Leichen gefunden. Jetzt geht das Fenster nicht kaputt, dahinter ist ein Hinweis. Hallo! Draußen in dem kleinen Vorhof ist die Waffe. Ich geb dir mal einen Tipp. Draußen in dem Vorhof, da liegen auch ganz viele Leichen oben auf dem Schild. Die sind oben an der Mauer lang und dann auf diesen Vorsatz gesprungen. Versteck mich jetzt in dem Raum hier. Da lebt auch noch mehr, auch schon. Natürlich lebe ich noch. Hallo! Mikrofon muted. Ich bin jetzt in diesem großen Raum, einfach weil ich eh nicht weiß, wo die Knarre ist. Du musst das machen, Vita. Ich versuche ihn hier abzulenken. Wenn er reinkommt, springe ich ganz gezielt über die Bänke. Hier ist keine Knarre. Hol ihn! Da ist er! Wo denn? Bist du tot? Ja. Tot. Okay, komm, ich trick's dich aus und dann hole ich mir die Knarre. Bist du denn überhaupt? In diesem Bürogebäude, wo die ganzen drei Scheiben sind, die man nicht kaputt machen kann. Ganzen drei Scheiben. Mhm. Und dann trickse ich dich jetzt an der Theke aus und dann hau ich ab. Oh, ich hab einen Hinweis. Nein. Ich hab noch einen Hinweis. Ich höre es. Er sammelt Hinweise, Leute. Mikrofon ich verstecke mich jetzt hinter der Palme. Oh! Hallo! Nice one! Oh, die Wendung. Ich hab's so gewusst. Ich hatte fünf Hinweise. Er hatte schon die Hinweise gesammelt, jo. Alter, draußen lag keine Knarre. Ich dachte, du hättest die ganze Zeit schon eingesammelt. Ja, hast du ein Facecam drin? Hab ich was? Facecam? Nein. Ach, schade. Hätte wir jetzt gleich gesehen. Hab ich gar nicht mitgerechnet gerade, wenn ich alles. Ja, das ist. Ah, Lima Grün! Ja! Er trifft nichts, das muss Anne sein! Ja, das ist Lima! Lauf weg, Tango! Lauf weg! Ich glaub's hakt! Ich komme schon! Nein! Was ist hier passiert? Ja, wieso treffen sie mich denn nicht? Das hab ich nicht. Boah! Muss Anne sein, wäre echt gut! Alter, das kann doch gar nicht sein, du bist die ganze Zeit um mir. Das geht doch überhaupt nicht. Klar, das muss Anne sein. Das war, weil er ja Tango hieß. So, als würde ich sagen, nein, ich bin jetzt nicht gemein. Ich bin niemals gemein. Okay, hier hat irgendjemand schon einen Hinweis eingesammelt, das ist Traitor-mäßig. Foxtrot. Ja. Das war eine Tat, ja, Foxtrot. Foxtrot. Foxtrot, ich halte hier einen Vortrag und du rennst voll durchs Bild, ey. Kilo. Achso, ja, ich setze mich auch gerne dazu und hör zu. Hallo. So ist es nicht. Ich hab einen Hinweis. Okay, dann töte ich dich. Ja, dann, Hier an dieser, ey, du hast... Hä, wieso ist die Dingens weg? Ja, warte, ich mach's wieder an. Wieso geht India? Warte, wieso nicht? Muss hier rein und das toll, das ganze Büro ist hier! Das muss hier rein, ja, jetzt geht's wieder. Büro ist Krieg. Ey, das ist ein Hinweis! Ey! Jetzt geht's wieder, jetzt kannst du weiter. Komm, wir gehen hinter Quebec hinterher. Hier liegt was Totes, Juliet. Okay, ich nehm meine Akten mit. Juliet, Juliet. Charlie, du musst in die andere Richtung. Wir wollen alle Quebec verfolgen. Da wurde geschossen. Okay, Quebec hinterher. Hier, Juliet, komm. Was macht ihr jetzt? Ein Train? Ja, wir machen Train. Ich bin da an der Spitze. Und wenn der letzte wir hinten in der Ecke klemmt. Wenn der letzte der Mörder ist, immer ein Problem, ne? Ja, hallo, Romeo, verfolgt bitte alle Quebec. Okay. Kannst du nicht ändern. Quebec, warum machst du alles kaputt? Weil ich Bock dazu hab. Du kannst aber nicht machen. Achso. Mir ist doch immer vorher. Das klingt genau wie die, wenn die Tür aufgeht. Oh Gott, es ist Juliet! Nicht! Charlie Brown! Diesmal stimmt's sogar. Es ist wirklich Charlie Brown, Leute! Es ist wirklich Charlie Brown! Abgeworfen, geil! Das Backflip. Okay. Wo ist denn die scheiß Knarre? Weiß nicht, wo die Knarre ist. Aber auf jeden Fall nicht hinten im Büro, wo ich warte auf euch.
Oh, wo sind die? Wer lebt denn überhaupt noch? Das könnte Charlie Brown sein. Da ist er! Getan. Komm, den einen nehme ich noch mit. YOLO! Ja. I could eat a horse, hooves and all. Mich verarscht? Er hat mich verarscht. Vita, lebst du noch? Ja. Okay. Ja. Was? Aber ich hab keine Knarre. Ah, fuck! Gesundheit. Renz, wo bist du? Tot. Okay. Ich hab nur die Regeln gebrochen eben. Ach, dann ist okay. Naja. Dann geh ich mal diesen Fußtapfen einfach nach. Bringt nix, ich gehe rückwärts die ganze Zeit. Echt? Ja. Hä? Okay, du bist echt. Was hast du gemacht, Grenz? Ich dachte, ich bin der Einzige. Nicht dein Ernst, Grenz. Ja, wieso sagt denn niemand was, ey? Es sind alle tot, du kannst ihn einfach so tun. Er kann die Waffe nie wieder. Doch, aufhören. Kann ich, wenn ich wieder gucken kann. Klar, nein, hab ich schon mal gemacht. Nicht. Doch. Bin ich ja nicht mal. Die Fußtapsen, die lernen, die gehen immer ganz im Kreis. Ich bin ja rückwärts gegangen. Oh, aber doch, bist du wirklich? Ich bin echt im Kreis. Wer war denn das? Du, Dalu? Nein, nein. Achso. Ey, du, rechnen jetzt regeln alle? Ja, es sind nur noch zwei Leute da. Ja, dann komm mal die Waffe, aber ich. Die Fußspuren, er hat doch die Waffe. Danke. Ah. Hey, auch im Kreis, glaub ich. Den hab ich denn da erwischt, Vita, oder ja, mich. Ich Achso, ich dachte, du wärst schon tot. Ich hab schon den zweiten Hinweis. Oh, guck mal, der Alpha kann mir nichts haben. Da treff ich endlich mal und dann, naja. Vor allem alle gehen an diese Theke ran, vier Stück oder so, und quetschen sich da durch. Ich bin einfach durch die Gegend gelaufen, alle hinterher, kann ich auch nicht spüren. Ja, weil du die Konferenz hier stören wolltest. Ich wollte schon nur die Hinweise sammeln. Hallo. Hallo, Papa. Und vor allem die ersten beiden Kids ganz silent. Papa. Papa. Ja. Papa. Papa ist es. Papa ist der Mörder. Papa. Papa ist der Mörder. Es könnte auch Kilo sein. Kilo ist definitiv. Der Kilo-Junge ist Uniform, ich glaube Uniform. Papa! Uniform, was hab ich denn jetzt gemacht? Uniform braun, 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 Uniform braun, 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 was? Was? Uniform, was? Uniform! Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Nein, der andere. Uniform hat ein Messer! Auch braun! Uniform, Uniform, und der andere! Uniform, Uniform. Ich bin auch braun, habt Angst vor mir, Pox, Jordan. Also ich werde verfolgt von Uniform braun. Uniform! Uniform! Hä, oh, okay. What the fuck? Aber welche Uniform? Uniform Zulu pink! Zulu ist es! Zulu ist schneller als ich! Du bist doch zu fett! Zulu ist Trader. Oh, wir sind zwei gleiche Uniforms, geil. Da ist er schon wieder. Jetzt läuft er schon wieder schneller. Uniform! Blau hinter mir. Ja, das Zulu ist es! Es gibt drei Uniforms. Egal, alle ja, töten. Schießt alle. Schießt alle? Was? Was? Es gibt drei Uniforms. Zulu ist schon wieder. Nein, es ist hier Versammlung. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh, lieber Gott im Himmel. Gott im Himmel, nein, tu's nicht. Guck nicht so böse. Mach mir keine Angst, bitte. Verschon mich. Hä? Keine Angst, ich tu dir nichts. Willst du nur gestreichelt, oder? Hier ist Dalu, ich seh Dalu. Er hüpft. Wirft das Steffi. Hallo, Papa. Angst. Hallo. Na, willst du mich abhängen? Papa? Papa! Der Papa! Papa würde sowas nie tun. Papa ist der Mörder. Ja doch, ihr Uniform ist tot. Es muss Papa sein. Oder oh Kilo. Gott, bin sie losgeworden. Papa hat ihn umgebracht. Bis da ist er noch. Also aber Foxtrot Papa, nicht sein. Papa könnte jetzt Uniform was sein. Deine beste Tarnung ist weg. Papa könnte jetzt auch Uniform sein. Doch, Hinweise irgendwie, die spawnen nicht. Tango, Foxtrot. Wer ist denn jetzt? Der Papa, aber der könnte auch jetzt mittlerweile als Uniform durch die Gegend schreien. Ich sehe ihn, er hat ein rotes an, es ist Papa in rosa. Papa, dieses komische Rosa, ist in den Doppelfenster da hinten drin. Wann trägt der Papa CT rosa? Base, wenn man links reingeht. Okay, Papa will mich erwischen. Papa das möchte dir etwas Wichtiges mitteilen über sein Leben. Aua, Papa will das Messer nach mir werfen. Ich bin voll ernster Wirt gerade, ist okay. Alter, warum könnt ihr mal... Denn? Leute, Papa ist hier draußen mit dem Messer hinter mir her. Ja, wer hat mir den anderen Revolver geklaut? Ich wollte zwei haben. Der will nur ein Brot schmieren, mach dir keine Sorgen. So, jetzt geht nach draußen und jagt ihn. Los, meine Kinder, jagt ihn. Der ist immer noch hier draußen. Keiner jagt Papa. Oh, er hat das Messer geworfen und getroffen. Krasse Geschichte. Wo denn? Da draußen hier. Ja, draußen ist ja auch nicht nur die Hälfte der Map. Ja, aber was soll ich denn da? Da kommt er jetzt, da kommt er hinter mir. Ja, kleiner da ist er.
Geh weg! Nimm erst die da, Unbewaffnete. Okay, Papa. Hallo, hier hinter okay, mir. Papa. Hallo, hier, hinter hallo. Dir ist eine Pistole, Papa. Welche Farbe, Papa? Nein, nein, ich dachte, ich schaff's noch. Von dem Kopf, ey. Hi. Hi. Welche Farbe hat denn der Papa überhaupt? Hallo, Krabs. Der war rosa, ne? Nein, nix da. Was kannst du nicht? Geh weg. Wer schneller ist. Seid ihr jetzt wieder drin oder was? Information! Ich renne ja, weg, er ist immer noch schwarz gesehen, und hat immer noch rosa Namen. Ich sehe keinen von euch. Sind nur Leichen, das ist scheiße. Oder? Nee, noch keine Leichen. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Okay, das ist eine Knarre, ist okay. Nein! Pass auf, der kommt hier gleich wieder. Nee, mach ich, ich kann die Knarre nicht mehr nehmen. Hast du vielleicht schon eine? Ne, ich hab gerade einen Hinweis eingesammelt. Jetzt ist die. Oh. Hast du geschossen? Zwei Knarren? Scheinbar schon. Also da liegt noch eine Knarre. Holy shit! Ich hätte beide abdrücken müssen, vielleicht einen Augenblick. Das ist Uniform, hier liegt eine Waffe, hier liegt eine Waffe, hier, komm, ja, hier. Ja, aber Uniform, wo, hier, wo, komm, wo, 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 hier, da. Wo ist hier? Jetzt haben, ist alle bewaffnet, das kann er nicht gewinnen, könnte Uniform nicht Papa sein? Was? Natürlich. Ach, er kann ja. Krebs, das war jetzt okay, warte, grenzwertig irgendwie. Hab ich. Gerade als ich noch geschossen habe, wurde es schon schwarz, aber ich hatte dein Messer noch aus dem Augenwinkel gesehen.